Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich wollte ja mal meinen Ordner öffnen, damit ich auch mal sehe, dass alles glatt läuft. OBS. Warum habe ich jetzt hier zwei Folgen? Achso, ja, weil ich die ja gerade gestartet habe. Nevermind. Die zweite ist ja die jetzt gerade läuft. Ha! Also, die OBS es jetzt gerade aufnimmt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go. Ja, mal schauen, vielleicht werde ich sogar nach dieser Aufnahmesession hier mit, also mit, nach den 16 Folgen, die ich jetzt hier aufnehme, vielleicht sogar zwischen Euro Truck Simulator und American Truck Simulator sogar noch ein bisschen Skyline Truck Driving Simulator reinschieben. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, wie ich halt Bock habe, schätze ich mal, weil wie gesagt, ich glaube, das kann schon ganz schön frustrierend sein, das Spiel, also für mich, nicht für euch zum Zuschauen, da wird es eher unterhaltsam. Weil er mich auslacht die ganze Zeit, I don't know. Ja. Auf jeden Fall war ja sowieso die Überlegung, dass ich ein bisschen mehr ETS und ATS aufnehme, weil ich ja letztens so viel Mindset aufgenommen habe. Von daher mal schauen. Gewerbe loszieht, Alter. Ach stimmt, wir haben jetzt schon Strap abgewählt, ne? Hätte er jetzt schon. Wo sieht man eigentlich? Ach, da. 57 PS, ne? Ne. Warum, weil ich hier. Warum sich hier nur zu die Stärke. So, na gut, ich könnte zum LKW-Manager gehen, nämlich ich. Genau. 57 PS. Warum sieht man es hier nicht? So ein paar grundlegende Details. Zum Beispiel, wie viel Treibstoff ich tanken kann und wie viel ich gerade aktuell habe. Oh, ein Bus von mir. Wow. Ist ja cool. Süß. Oh, ist frei? Ist frei. Immer geradeaus. Wir werden schon wieder pennen müssen, ey. Scheißen Dreck. Ja, überhaupt. Wir haben 36 Stunden, wir haben also 20 Stunden Reserve. Das heißt, wenn wir pennen gehen, können wir. Okay. Praktisch. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Der schießt hier aber auch vorbei, Alter. Kriegst ja richtig Panik hier. So, 3 Stunden hätten wir Zeit.
Oh, mal schauen. Wo könnte man überall pennen? Hier hinten könnte man auch noch pennen. Weil wir haben noch 3 Stunden Zeit. Hier hinten könnte man auch pennen. Aber es ist ein bisschen sehr abseits gelegen. Das sieht auch gut aus. Ja, 2 Stunden rein. Ja, dann nehmen wir doch das Ding. Lass uns loslegen. Bitte rechts halten. Warum ist mein Tempomat nicht aktiv? Gut, da vorne ist gerade eh Stau. Immer geradeaus. Ach, sieht schon schön aus. Alle sehr schnieker. Also wieder grafisch ist das Spiel schon echt ein Traum. Vor allem auch da sieht man mal, gerade wenn man sich so die älteren Sachen anguckt, wie viel sich auch da getan hat. Und deswegen ist es halt auch schade, dass so die Base-Map, also wenn man keine DLCs kauft, die Grund-Map quasi, die Kern-Map oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass die halt noch so hinterherhängt. Ne? Also gerade alles, ich meine, man sieht es ja auch wunderschön, wenn man hier in der Map ist. Ne? Man sieht ja hier auch, wenn man hier so in der Haupt-Map ist und man sich einfach mal so anguckt, ich möchte jetzt zum Beispiel gucken, Maut stellen. Dann siehst du doch hier überall. Das war jetzt. Geh weg. Du hast halt überall Maut stellen. Außer in der Base Map. Nix. Alles, was du in der Mitte siehst, ist die Base Map. Nix. Das gleiche auch mit. Also alles, was halt neu zugekommen ist. Auch solche Sachen wie. Was gibt's halt noch so? Wiegestation zum Beispiel. Auch nicht. Ne? Das hier auch. Unten mit der Base Map gehen in die Leere. Ne? Sonst überall hast du so ein paar. Oder auch nicht. Okay. Gibt es allgemein kaum Wiegestationen. Wow. Ha. Gut. Da ist ja wohl ATS doch ein bisschen mehr. Was ist das denn hier? Achso, also. Wow. Manche Sachen wurden natürlich dazu gepatcht. Ich glaube zum Beispiel solche Sachen wie Aussichtspunkte, die gibt es natürlich auch in der Base Map. Ne, die wurden dann da halt auch nachträglich hinzugefügt. Aber alles, was halt die Strecke verändern würde, wie halt Mautstellen, da siehst du halt, dass da sich bei der Base Map halt noch nichts getan hat. Ne, überall gibt es Mautstellen. Da, überall. Aber alles, was die Base Map ist, also das hier und das hier, nix. Wie gesagt, die fangen jetzt schon an, so ein paar Städte zu verbessern. Siehst du auch schon hier, die Stadt ist wesentlich komplexer geworden. Hier ist wesentlich komplexer geworden. Aber das ist halt noch viele Sachen. Da siehst du halt so wie hier und hier und hier immer noch die gleiche Grundstruktur. Du hast da halt 1 oder 2 Einfahrtsstraßen. Und da hast du hier so ein ganz kleines Raster. Und das war's. Und das hast du halt bei allen klassischen Maps. Hier hast du auch 2 Einfahrtsstraßen. Ein Raster mit 2 Blöcken. Das war's. So sieht halt jede Stadt aus. Wie gesagt, das hier schon eine, die abgedatet wurde. Hier wieder eine alte. Da hast du halt 2, 3 Blöcke. Das war's. 2, 3 Blöcke. Das war's. So, ist halt. Deswegen, also, wie gesagt, die sind schon dabei, die Deutsche Map Parts überarbeiten. Von daher freue ich mich schon, da die Früchte von dieser Arbeit zu sehen. Aber es dauert halt noch, ne? Ist halt auch ein Stück Arbeit. Klarer Fall. Bitte links halten. Und wer weiß, vielleicht wird Deutschland, also die Base Map eher gesagt, also ist ja Deutschland und etwas Umland. Wenn das dann wirklich irgendwann mal auch auf dem modernen Stand ist,
Da werde ich vielleicht noch privat wieder ein bisschen mehr ETS fahren, weil aktuell spiele ich privat gar kein ETS mehr. Also, freiwillig. Wir spielen jetzt zum Beispiel auch in der Familie Euro Truck Simulator. Und da spiele ich halt Euro Truck Simulator, weil halt alle anderen auch Euro Truck Simulator spielen. Aber wenn ich so alleine für mich spiele, spiele ich quasi gar kein Euro Truck Simulator 2 mehr. Da fahre ich eigentlich nur noch American Truck Simulator. Das ist ein cooles Lied. Tja, eigentlich wollte ich ja mal hier überall die richtigen Namen eintragen, ne? Aber ich schreck halt vor dieser Arbeit zurück bei 677 Titeln. Das wird halt so eine Sisyphus-Arbeit. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie die, die Titel sind ja auch nicht drin. Es ist ja nur die Titel, wie sie auf YouTube hießen. Bei den Tags. Also hier bei den Metadaten meine ich jetzt so. Immer geradeaus. Oh, klingt geil. Das klingt nach einem Fresshalten-Part. Achtung, es wird laut. Searching for something. Door has closed, not a sign.
Ja. War ganz kein stickiges Lied. Auch wenn der Bass ein bisschen sehr hart komprimiert war, mag ich nicht so sehr. Aber, also komprimiert meine ich jetzt, dass der sehr stark ausgesteuert war und dadurch diese, also muss jetzt nicht sein, dass es ein Fehler war, sondern dass es so tatsächlich gewollt war. Also es klingt zumindest so, wie als wenn es gewollt war. Aber trotzdem mag ich diese Art von Bass nicht so sehr. Das schnarrt mir zu sehr. Ich persönlich bevorzuge lieber klaren, sauberen, tiefen Bass. Aber trotzdem war es ein gutes Lied. Trotzdem ein sehr gutes Lied. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Oh, der Wetter ist ja doch schon rot. Aber wir müssen eigentlich so gar nicht mehr so lange haben bis zu unserem markierten Marker. Naja. Oh, wir sind in Latvija. Aber so war das für Ortes. Ne, sehr gut. Ah, da vorne ist eine Haltestelle, oder? Tankstelle meine ich doch. Das müsste die sein. Hoffe ich. Egal, auf jeden Fall werden wir da parken. Ob es ein richtiges oder nicht. I really don't care. Weil ich sehe da keinen Marker. Na gut, wir hätten noch eine Stunde Zeit. Nee, ist nicht unsere alte Stelle, ne? Hey, wo ist denn unsere Markierung hin? Ich glaube, wir hatten die hier oben. Aber die Markierung ist weg. Why? Ach ja, weil ich ja vorhin hier zum Zeigen habe ich irgendwo raufgeklickt gehabt und dann auf Route zurücksetzen geklickt. Ah. Ja, das ist natürlich unfortunately. Aber ja, das ist die Haltestelle, wo ich rein wollte. Weil dann können wir nämlich auch ein bisschen später in die Nacht rein und kommen damit wieder später am Tag wieder raus. Also idealerweise dann, wenn es schon wieder fast hell ist. Deswegen würde ich das schon möglichst weit herauszögern. Damit wir möglichst viel vom Tag haben. Versteht ihr, was ich meine? Hm, könnt ihr mir folgen? Wenn nicht, auch egal. Pech. Bäh. 1000 Meter. So, 1000 Meter vorbei. Wo ist der Haltestelle? Ich freue mich auch schon, wie gesagt, die müssen... Das Spiel muss so viel. Und dabei ist es bereits so gut. Die Haltestellen sehen auch so gut aus. Ich mag die Dinger. Okay, wir müssen dringend schlafen. Jetzt ist es auch noch an zu regnen. Geil. Ich will endlich eine Option für LOD haben. Für dieses Level of Detail, damit du sagen kannst... Weil es ist, die Fahrzeuge, sobald die ein bisschen weiter weg von dir sind, sehen sie schon anders aus. Und diese ständige Aufploppen und... Komm ich hier rein? Nee. Ist das die Einfahrt? Doch, ist die Einfahrt, ne? Ja, doch. Eigentlich können wir einen Auflieger, der ausschwingt. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wobei, ich sehe gerade, kommen wir überhaupt rauf auf den Parkplatz? Mit dem ausschwingenden Auflieger wird es sehr schwer, da rein zu rangieren, ne? Naja. Was wollte ich denn gerade sagen? Genau. Ich will endlich eine Einstellung haben, damit man dieses LOD ändern kann. Damit ich zum Beispiel sagen kann... Bin ich voll, sind gar nicht voll. LOD bitte auf Maximum. Also, andersrum. Komplett deaktivieren, vielmehr. Oh, da kommt mir die Vorfahrt. Was ist los mit dem?
So, wenn wir nie im Leben schaffen. Okay, ich glaube, wir müssen eine Ehrenrunde machen. Das geht ja hier zum Glück relativ einfach. Bremst doch mal. Oh, Alter. So, bin ich mal gespannt, wie ich auf den Parkplatz raufkomme. Doch nie im Leben was. Ich hoffe, wenn ich jetzt so fahre und der Auflieger ausschwenkt, dass er mir denn hilft. Ja, sieht gut aus. Ja! Nice! Ja, der Auflieger hat sich genau in Position geschoben. Sehr geil. Cool. Und es wird langsam hell. Alter, wird das schnell hell. Ach nee, das war hier dieses Augen an Helligkeit gewöhnen. Das, wenn ich so gucke, wird es dunkler. Achso, weil es hier so hell ist. Wenn ich draus gucke, wird es heller. Dunkler, heller. Voll witzig. Ich sollte vielleicht Licht anmachen. Es ist auf einmal ganz schön dunkel geworden. Ah, schön, dieser Sonnenaufgang. Oder Dämmerung vielmehr. Oh, sieht das geil aus. Holy Mother of God. Ach, hier sind wir. Ah, dieser Staudamm. Dämmerung. Auch schon wieder 50. Warum habe ich überhaupt beschleunigt? Bloß Tankverschwendung. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dämmerung. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. I know what? Und da habe ich gesagt, Kreisverkehr. Und wie denn so? Ja, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und stelle ich das Ding einfach ab. Eigentlich ist gerade Dämmerung, was mich beruhigt innerlich. Sonst würde ich dieses Autoradio einfach rausreißen und aus dem Fenster werfen. Oder diesen Sprachassistenten. Und mein Navi halt.
sehr geil. Also, die Aussicht. Szenerie. Senorita. El Diablo. Oh, Wacker 50? Ups. Habe ich gar nicht gemerkt. Ha! Einfach schon wieder 50. Verdammte Kacke aber auch. Oh, Alter, Moment mal. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Na, schaffen wir nicht mehr, ne? Kommen wir nicht zurück. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hä? Hä? Der hat aber vorhin gar nichts geleuchtet gehabt bei uns. Ich dachte schon, es war so ein Spiegel. War da vorhin eine Zahl, als wir vorbeigefahren sind? Nee, ne? Ja gut, ich muss sowieso gerade Folgenende Stopp-Pause machen hier. Ja, komm weg hier. Dann muss man ganz kurz hier... Und dann... Nein. Irgendwie so, I don't know. So, mal so gucken hier. Als wir da vorbeigefahren sind, da war doch keine Zahl, oder? Ah, nee, genau, da war keine Zahl. Warum hat das Ding bei uns nicht funktioniert? Das ist ja hässlich. Oh wow, hier sind meine alten Kameras und meine neue Kamera. Also die Kamera ist jetzt gerade rein zufällig genau nebeneinander. Lol. Ja stimmt, weil ja die Kameras genau ein Drittel des Bildschirms immer aus... Dings dann, ne? Mein Bildschirm hat ja 2160p. Und die Kameras habe ich so eingestellt, dass sie insgesamt 720p erzeugen würden von der Breite. Also 1280 Pixel Breite. Ja, und das passt natürlich bei 4K genau dreimal rein. Das ist jetzt meine. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch, wenn ich das jetzt auch nochmal aufnehme, also gleich wiedergeben, also weiterlaufen lasse, könnte ich jetzt nochmal eine Kamera erzeugen, die dann links angezeigt werden. Da hätte ich Kamera in Kamera in Kamera. Digga. Kameraception. Gut, egal. Das soll es für die Folge gewesen sein. Und dann, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich würde am liebsten dann nochmal langfahren. Ich will gucken, was mit der Anzeige da, warum die bei uns nicht funktioniert hat. Ich will nochmal langfahren. Ich will gucken, ob sie bei uns funktioniert. Hm. Mal schauen. Bis dann.